Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder und diesmal mit einem Haul. Ja, ich hatte ja versprochen, dass ich den Haul noch zeige, was Christina und ich alles Schönes geshoppt haben. Und ich muss gleich mal schauen, womit ich anfange. Ich glaube, ich fange mal mit den lustigen Sachen an. Und zwar habe ich mir mal gedacht, das ist bestimmt lustig. Die Dinger hier, die packt man ins Wasser. Dann löst sich dieses Ei auf und gleichzeitig wächst dieses Zeug, was da drin ist. Also nach 48 Stunden hat man dann ein aufgelöstes Ei und in dem Glas sitzt dann so ein Dinosaurier. Ich habe mir da mal zwei Stück von mitgenommen. Die sind bestimmt richtig schön eklig glibbig. Und ja, ich finde es irgendwie lustig. Ich habe sie mir mal mitgenommen, mal gucken, was da so rauskommt. Ich hoffe, da sind zwei verschiedene drin. So, was habe ich hier noch, was euch nicht so interessiert? Ich habe diese Hundeleckerlis. Ich habe irgendwo noch andere. Mal gucken, wann ich die finde. Dann habe ich mir einen Türstopper mitgenommen. Ja, und passend zu meinem Hund einen Bull Terrier. Ja, eigentlich bin ich ein bisschen überredet worden. Ich habe mir so gedacht, ach, eigentlich brauche ich ihn gar nicht, aber irgendwie ist er süß. Und Christina sagte dann, ach komm, für 2,99 € nimm ihn dir doch mit. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Mal gucken, ob er wirklich als Türstopper irgendwo sitzt oder ob ich ihn hier bei mir einfach ins Zimmer setze. Das weiß ich noch nicht genau. Mal schauen. Dann hatte ich mir ein paar Produkte von diesen Black-Sachen hier mitgenommen. Also von diesen Sachen, die halt mit Asche gemacht sind. Hier ist eine Peel-Off-Maske, ist das, glaube ich. Ja, genau, eine Maske. Die werde ich auch mal ausprobieren. Ich habe schon die Zahnpasta und die finde ich super toll. Mein Hund hat den Hund entdeckt und muss gleich erstmal riechen, was für ein Kollege das ist. Also falls ihr hier im Hintergrund was schnuppern und knistern hört, das ist mein Hund. Genau, diese Peel-Off-Maske, die werde ich auf jeden Fall probieren. Da ist noch ein Spatel mit drin zum Auftragen. Ja. Diese Hundeleckerlis hier habe ich auch noch mitgenommen. Das sind ein bisschen andere, als er sonst kriegt, aber das ist halt auch so getrocknetes Hühnerfleisch und sowas mag er halt total gerne. Zack. Diese hier hatten sie irgendwie neu. Die wollte ich auch mal ausprobieren, weil die mag. So. Dann gab es noch Leckerlis für meinen Mann und mich. Die sollen scharf sein. Und ich liebe scharf und mein Mann auch. Allerdings hat er gerade eine Magen-Darm-Grippe, deswegen kriegt er die momentan noch nicht. Bei uns habe ich die noch nie gesehen, diese große Packung mit diesen vielen verschiedenen. Ich hoffe, die schmecken. Ja, werden wir ausprobieren. Diese Leckerlis hier sind auch für meinen Mann, die mag er auch total gerne. Ja, dann noch ein paar Leckerlis für mich. Veggie, Veggie. Und noch mehr Leckerlis für mich, vegetarische Chips. Ich werde mal probieren, wie die schmecken, sonst hole ich immer die von Real oder von Edeka. Gibt es die auch? Da sind dieselben Sachen drin. Mal schauen, wie die so sind. Sind auf jeden Fall mega lecker, also auf jeden Fall die vom Real. Mal schauen, wie diese hier so sind. Geröstete und gesalzene Sonnenblumenkerne, die liebe ich. Nochmal diese Hundeleckerlis. Und nochmal was für mich. Und zwar diese Hasen. Die mag ich total gerne. Die sind richtig lecker. Auch Veggie. So, das dürfte es gewesen sein mit den komplett uninteressanten Sachen. Für euch zumindest. Dann habe ich hier noch ein paar Luftpolstertaschen. Ja, die ich einfach brauche für meine Post, für meinen Shop. Zack. Ich habe sie bekommen. Endlich, endlich. Die,
Igelchen und die Füchse, auf die ich so scharf war. Die gab es auch in diesem Action. Über die habe ich mich riesig gefreut, dass es die gab. Die werde ich auch definitiv ausprobieren. Und die gab es auch nur noch einmal, sonst hätte ich die auch vielleicht öfter mitgenommen, dass, falls die noch jemand so gerne haben möchte und nicht hat. Ach, seht ihr, ich wusste, dass ich von diesem schwarzen Zeug noch mehr habe. Und zwar ist hier auch noch mal so eine Maske. Und die ist schon komplett fertig. Fühlt sich auch richtig schön eklig wabbelig an. Die werde ich auch mal ausprobieren. Ich hatte eine von DM. Und ja, die sah aus, da sah man dann aus wie ein Panda-Bär. Die habe ich in der Badewanne ausprobiert. Die war echt witzig. Mochte ich auch gerne und hat auch eine schöne Haut danach gemacht. Dann habe ich mir dieses Set hier einmal geholt. Das kennt ihr schon wahrscheinlich von Christina, also von Miss Fruchteis. Und wenn nicht, kann ich euch gerne verlinken. Sie hat ein Video gemacht, wo sie diese Sachen auspackt und genau zeigt, was da drin ist. Das dürft ihr euch dann gerne bei ihr einmal anschauen. Als nächstes habe ich hier ein paar Sticker, und zwar diese Lama und hier das Faultier. Leute, da ist ein Faultier. Ich sag euch, das Faultier ist das neue Einhorn. Man braucht Faultiere, wirklich. Die sind einfach schön. So, dann habe ich hier nochmal dieses hier mitgenommen. Also es sind halt so 3D-Sticker, das seht ihr ja. Und dann dieses hier mit den Kakteen. Ja, die fand ich auch ganz süß. Vor allem für Alben finde ich die schön. Ich habe mir nochmal neue Aquarellstifte mitgenommen. Meine, die ich habe, die sind vom China. Und die sind, ja, die sind gut, aber hier ist halt ein größerer Wassertank. Deswegen denke ich mal, dass die länger halten. So, zu diesen Sachen hier bin ich komplett überredet worden. Und zwar meinte Christina, ich muss unbedingt wieder mehr Fimo-Videos machen, weil ihr meine Fimo-Sachen gut gefallen. Und ja, ich war nicht mehr sicher, welche Farben ich jetzt noch genug habe und welche nicht. Und deswegen habe ich einfach von jeder Farbe ein Paket nochmal mitgenommen. Hier habe ich so Magnetplatten, auch die könnt ihr bei Miss Fruchteis sehen, wie sie die aufgemacht hat. Und die habe ich zweimal mitgenommen und da kann man die halt eben ausmalen. Und auch hier ist wieder ein Faultier drauf, schaut mal. Ja, die kann man halt eben ausmalen und ausschneiden und dann sind das so Magnetplatten und dann kann man die eben ja, als Magnete benutzen oder ich weiß noch nicht, für was ich die genau benutzen werde, mal schauen. Für eine Pinnwand glaube ich nicht. Mal gucken. Dann habe ich diese Teile hier mitgenommen. Die waren alle sehr Disney-mäßig, aber hier fand ich die Kronen sehr schön. Perlen kann man ja immer gebrauchen, also Halbperlen. Und die Schuhe fand ich eigentlich auch ganz witzig. Da kann man bestimmt mal irgendwas mitmachen. Aber wie gesagt, die Kronen haben mir sehr gut gefallen und deswegen mussten die unbedingt einmal mit. Dann habe ich dieses Set hier zweimal mitgenommen, und zwar Wasserfarben. Und die mache ich jetzt auch gerade einmal auf, weil ich habe die noch gar nicht irgendwo gesehen, noch nicht offen gesehen, also in noch keinem Haul und so. Na, mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Anfang finde. Zack. So, und hier sind 12 verschiedene Farben drin. Und so sieht das Ganze dann aus. Ist schön Platz hier vorne noch für einen Pinsel. Ja, und theoretisch ist das ja nichts anderes als ein Tuschkasten. Aber ich glaube, die Farben, also für mich sehen die Farben ganz gut aus. Christina meinte aber, die wären nicht so gut pigmentiert. Also die würden nicht so gut die Farbe abgeben. Ich werde es einfach ausprobieren und dann werde ich sehen, wie die so sind. Hier habe ich noch mal welche von diesen Disney-Dingern. Und zwar
sind hier, ist hier so ein Täschchen oder was das sein soll mit drauf. Dann Schneeflocken und eben auch wieder Halbperlen, groß und klein. Die Schneeflocken und die Halbperlen fand ich toll. Mit dem weiß ich noch nicht, ob ich die überhaupt mal verwende oder für was. Mal sehen, es könnte aber auch so ein Schloss sein. Nee, es sieht aus, stimmt, es sieht aus wie ein Schloss. Ja, das kriegt man bestimmt auch mal irgendwo verwendet. Ja, wie das immer so ist, man weiß es immer nicht. Habe ich die Farben jetzt schon oder habe ich sie nicht? Ja, ein kurzer Blick an die Seite. Ich hatte tatsächlich recht, diese Farbe habe ich noch nicht. Und die neuen habe ich tatsächlich auch noch nicht. Welch Wunder. Also bei der 11 wusste ich, dass ich die schon habe. Aber die Farben habe ich tatsächlich noch nicht. Und hier, die 35 habe ich schon. Die 41 habe ich noch nicht. Und die 100 habe ich auch noch nicht. Das wusste ich. Also da war ich mir ziemlich sicher, dass ich die nicht habe. Also gut gemacht. Vier Farben, die ich noch nicht habe. Alles super. Ja, dann hatte ich mir noch mal Embossing-Folder mitgenommen. Es waren noch mehr da, die ich nicht hatte. Die haben mir aber nicht gefallen. Deswegen habe ich mir nur die drei hier mitgenommen. Dann habe ich mir Kosmetikpinsel mitgenommen. Die brauchte ich irgendwie auch noch mal. Also ja, die waren auch echt günstig. Also da habe ich mir die einfach nochmal mitgenommen. Ist auch nicht so interessant für euch, nehme ich an. Hier ist noch so eine Peel-Off-Maske, auch wieder von diesem schwarzen Zeugs. Das soll halt sehr, sehr gut den Dreck aus der Haut holen. Ich bin gespannt, ich werde es ausprobieren und dann werde ich sehen. Ich habe mir diesen Block hier mitgenommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den zweimal mitgenommen habe. Da muss ich gleich noch mal gucken. Ich blätter den auch für euch einmal so ganz schnell durch. Ja, der ist halt schön so für Geburtstagskarten, ne, und auch für andere Sachen. Ignoriert meinen Hund einfach. Ich tue es auch. Umso mehr Aufmerksamkeit ich ihm gebe, umso schlimmer wird's. Dann habe ich diesen Block hier noch mitgenommen. Es gab viele von diesen Blöcken, die haben mir aber alle irgendwie nicht zugesagt, bis auf dieser hier. Und auch den einmal so ganz kurz. Und ihr seht immer einmal normal, einmal mit Glitzer. Und die Schmetterlinge, diese Seite ist total toll, obwohl ich nicht auf Vögel stehe, aber diese Seite ist echt schön. Die ist auch toll. Da weiß ich auch schon niemanden, mit dem ich damit was machen kann. Ja, das war's. Das war der große Block. Genau, hier ist nochmal der kleine, den ich euch ja schon gezeigt habe. Dann gab es wieder neue Sachen, die man sich selbst zusammenbauen kann. Und hier dieses Herz mit, ja, es ist quasi im Fotorahmen. Und den werde ich mir auch auf jeden Fall zusammenbauen. Anscheinend kann man den von beiden Seiten, kann man jeweils ein Foto reinmachen, wenn ich das richtig sehe. Und man hat eben auch wieder die Dekosachen dabei. Man hat wieder Farbe dabei oder Kleber wird das wahrscheinlich eher sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, alle Teile, die man braucht. Und dann hat man eben ein schönes Bild, was man sich hinstellen kann. Ich glaube, da sind einfach drei Bilder drin. Guck mal, das sind drei Bilderrahmen. Ja, manchmal habe ich es nicht so, ne? Dann passe ich einfach nicht so genau auf. Und hier sieht man es auch, ne? Set of three. Okay. Ja. Ich bin einfach manchmal so. Dann will ich das alles schnell zeigen und ich möchte euch auch nicht langweilen. Und ja, dann übersehe ich halt die Hälfte. Ja, aber ihr seht, drei Stück sind drin. Die werde ich mir auf jeden Fall zusammenbauen und eins werde ich benutzen und da werde ich ein Bild von Christina und mir reinmachen. So, wir sind auch schon bald am Ende. Ich habe mir zweimal diese Wassercolor Paper mitgenommen. Die fühlen sich hier wirklich ziemlich rau an. Die werden nicht so hochwertig sein von der Qualität, aber ich denke, dass man die schon ganz gut gebrauchen kann. Aquarellblöcke sind immer schön. Ja, wie gesagt, die sind halt weiß. Ihr seht es hier vielleicht ein bisschen im Licht. Ich hoffe, ihr könnt es ein wenig sehen, dass die so ein bisschen Struktur haben einfach. Ja, zweimal.
Falls er doch gut ist, habe ich ihn dann noch einmal doppelt. So. Ich habe mich schon ein paar Mal geärgert, dass ich ihn nicht mitgenommen habe, weil ich ihn für Sachen brauchte. Und jetzt habe ich ihn gleich zweimal mitgenommen, damit ich mich nicht nochmal ärgern kann. Der Sprühkleber. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, den zu benutzen, weil wie gesagt, ich habe ein paar Mal hatte ich den schon in der Hand, habe gedacht, ach komm, brauchst du nicht. Wieder zurückgelegt, war zu Hause, habe irgendwas gebastelt und dachte, Mensch, jetzt wäre der Sprühkleber war super, ne? Und das war schon zwei, drei Mal und jetzt habe ich gesagt, ne, diesmal kommt er auf jeden Fall mit und da ist er. So, dann hatten sie im Angebot und auch nur für kurze Zeit Got to be. Größenwahn, ich fand diesen Namen so toll, ne? Größenwahn. Ja, das ist ein Volumenschaumfestiger. Den habe ich gleich zweimal mitgenommen, weil ich Volumenschaumfestiger immer brauche. Ach nee, das stimmt gar nicht, seht ihr? Da habe ich ein Haarspray und da habe ich das Mousse. Dabei wollte ich eigentlich zweimal das Mousse, aber ist egal. Und hier von Got2Be noch ein Haarspray mit Ultrahalt. Ja, ich bin gespannt, wie es ist. Wie gesagt, Got2Be ist eigentlich immer sehr gut. Ich hoffe, das ist diesmal auch der Fall. Ja, ihr Süßen. Und das war heute wirklich ein Schnelldurchlauf. Als letztes habe ich noch Stempel mitgenommen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich die bekommen habe. Einmal diese hier, die man super schön als Hintergrundstempel verwenden kann. Mit Love und hier Kisses und so ganz viele süße Sachen drin. Also den als Hintergrund für einen Umschlag oder für irgendwas total schön. Dann gab es diese Kakteen hier. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich die verwende, weil ich stehe eigentlich nicht so auf Kakteen. Aber Happy Fiesta, also Happy Fire, finde ich super. Ja, mal gucken. Für irgendwas werde ich die garantiert verwenden. Dann gab es diese super süßen Eulchen. Diese Kätzchen hier. Es gab auch davon noch andere, die ich nicht mochte und nicht wollte. Dieses For You finde ich auch ganz süß. Da ist hier so ein schöner Abstand. Das ist mal nicht so eng und so ganz, ganz klein geschrieben. Und auch das Vögelchen mit der Brille finde ich irgendwie total süß. Ja, die haben mir halt gut gefallen. Und dann diese Teddybärchen hier. Und die habe ich zweimal mitgenommen. Und damit kommt eins in meine Tausch, Verschenk, was immer Box. Ja, meine Guten, das war's schon. Ich bin durch. Mehr habe ich nicht. Meine Tüten sind leer. Das ging jetzt echt flugs. Da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass das so schnell ging. Ich hoffe, es ging euch nicht zu schnell. Aber das ist ja heute auch schon für mich das zweite Video, was ich filme. Es wird das dritte Video sein, was ich schneide. Und ich habe noch ein paar Videos auf dem Plan. Deswegen bin ich auch ganz froh, wenn die jetzt ein bisschen flotter gehen, damit ich eben die anderen Sachen alle noch für euch abfilmen kann. Ich habe euch ja versprochen, dass ich dieses hier noch filmen werde. Das werde ich aber, glaube ich, nicht mehr heute machen, weil mittlerweile haben wir es kurz vor 7. Und bis ich das Video jetzt geschnitten habe und gerendert habe und hochgeladen habe, ist der Tag für mich auch schon vorbei. Deswegen denke ich, werde ich dann morgen weitermachen. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Video heute noch online stelle oder erst morgen. Wie gesagt, dazu kommt auf jeden Fall ein Video, keine Sorge. Und komm her hier. Zudem natürlich auch. Da werde ich, glaube ich, ein Video machen, wo ich einfach beide zeige, wie ihr die beiden machen könnt. Und die gehen halt, wie gesagt, relativ schnell. Und da brauche ich jetzt nicht extra zwei Videos für zu machen. Das kommt also auf jeden Fall noch. Ich bitte euch nur einfach noch um ein bisschen Geduld, weil ich ein bisschen kaputt bin. Es waren jetzt anstrengende Tage und ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.